Alter, was geht ab, Leute, hier? Aus dem Hofgarten, von wo auch sonst. Vier Module an, das hat sich schon herumgesprochen, das Hofgartenklasse ist. Heute ist Dienstag, weiß nicht, ob ihr es am Dienstag sehen werdet, wahrscheinlich nicht. Es wurde klasses Event angekündigt, Doppel Sternstaub, Doppel Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte ganz interessant, Sternstaub, wie ihr hier sehen könnt, 1,5 Millionen, eher nicht so interessant. Aber ihr wisst, ich sammle meine Medaillen und fahre ein bisschen, sammle ein paar Vorräte für das Event dann. Bin gerade 34 gekommen, heute Morgen. Werde versuchen, in der einen Woche, wo das Event läuft, auf 35 zu kommen. Schauen wir mal, ob ich das schaffe. Ansonsten weiß ich jetzt nicht, ob wir wieder jede Folge jeden Tag drehen können, so wie beim Halloween-Event. Es sind diesmal alle echt sehr beschäftigt. Versuche alle so oft es geht zu kommen und zu drehen, aber schauen wir mal, vielleicht wird das alles auch nur zu einem Video. Genau, das war am Dienstag, bevor das Event angefangen hat. In der Woche, wo das Event stattfand, haben wir uns zusammen zweimal getroffen. Einmal habt ihr gesehen, das war am Sonntag. Die Folge im Hofgarten, wo wir Gianerga und so gefangen haben. Danach sind wir noch Bordeauxplatz gegangen und dann die Folge heute ist die vom Dienstag, letzter Tag des Events. Da haben wir richtig krass gefarmt. Schloss Oberschleißheim zum ersten Mal. Also ich war schon einmal dort, die Jungs dann zum ersten Mal. Das war richtig krass. Problem war halt, dass es ein bisschen dunkel war. Ich habe nicht so viel gefilmt. Das war auch richtig eiskalt und außerdem wollten wir halt richtig viel farmen, deswegen nicht zu viel Zeit verschwenden. Ich habe ein paar Sachen, ein paar Clips. Reicht halt nicht ganz für ein Video. Ich versuche das jetzt mal zu mischen mit ein bisschen Recap, was ich jetzt drehe, und dann blende ich immer ein paar Clips ein vom Schloss. Auch wenn es ziemlich dunkel war, ich hoffe, das geht so. Falls nicht, dann seht ihr das Video sowieso nicht. Also jetzt Donnerstag. Es gibt wieder ein paar Veränderungen, also Nestwechsel. Ich gehe später noch ein paar Nester abchecken für euch. Das seht ihr dann natürlich in einer anderen Folge. Und Tracker-System wurde auch aktiviert. Das zeige ich euch mal kurz. Aber darauf gehen wir, oder ich, dann in der nächsten Folge ein, wenn wir die Nest abchecken. Hofgarten natürlich wird auch wieder abgecheckt. Soll angeblich ein Rosana-Nest sein. Für die meisten wahrscheinlich uninteressant, aber für uns, Tati und mich, Eismedaille schon sehr interessant. Dann bleibt auf dem Laufenden. Ansonsten jetzt die Folge über Schloss Oberschleißheim. Auf geht's. Jawohl, komm, gehen wir. Ich glaube, der Kopf. Erstmal war gerade richtig voll. Was? Erstmal war richtig voll. Ja. Aber auf geht's. Schloss Oberschleißheim, erste Folge dort. Tati ist auch auf dem Weg. Unser neuer Freund Vince ist auch mit dabei. Servus. Barisch ist leider nicht eingeladen. Er gehört nicht mehr zu den Top 3. Wo ist der Schloss? Da vorne, immer gerade. Mein Gott, man, echt schön dekoriert. Ja, echt. Noch, echt schön dekoriert. Ja, Mann. Auf zum Schloss. So, circa 10 Minuten geradeaus nur. Für alle, die dahin wollen. Schaut einfach auf die Karte da, wo die Module an sind. Sieht man schon, RSG. Tatis Leute. Don't forget to subscribe and like. Exactly. Also ihr habt es gerade gesehen. Ich war wieder mit Dimi unterwegs. Barisch wieder nicht am Start. Tati ist im Verlauf dazugekommen. Wir haben in der S-Bahn unseren neuen Kumpel Vince gesehen. War auch schon mal in einem anderen Video mit dabei. Bordeauxplatz war tot. Alle waren beim Schloss. Und das auch zugleich werdet ihr noch sehen. Wir sind mit der S-Bahn gefahren. Also ich wohne hier. Dürferstraße. Und da, Oberschleißheim. Ist das Schloss. Für mich nicht so weit. Zwei Stationen bis Feldmoching und dann eine Station mit der S-Bahn. Für andere ist es schon ein bisschen weiter weg. Ist ein bisschen außerhalb sogar. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Und das werdet ihr jetzt dann sehen. 7 Lokmodule sind an. Es wird eine saftige und lange Nacht. Woll! Unser Freund Vinci hat gerade ein 100% Anton entdeckt. Geiler Typ, Mann. Das haben wir direkt gefangen. Hier nochmal das Rating. Okay, Mann. Looks like you can battle with the real best. HP, Attack, Defense. Zu krass. Zu krass. Wir sind nicht mal angekommen und schon super saftig. Warte, wärst du noch Top 3, hättest du es auch gefangen.
Aber Bargisch hat schon eine 100% Anton. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass Anton hatte 801 WP. Richtig saftig. Ja, gut. Zu krass, Mann. Zu krass. Also, ihr habt es gerade gesehen, wir haben saftiges 100% Anton gefangen. Hier nochmal schnelles Rating, falls ihr es sehen könnt. Für alle, die es nicht wissen, ich habe eine klasse Entogon-Armee gehabt. Also gehabt, weil nach dem neuen WP-Änderung ist Entogon ein bisschen geschwächt worden. Hier ist noch meine Entogon-Armee. Ich blende jetzt nochmal einen Clip ein, wo ich ein klasse Entogon gefangen habe, das auch entwickelt habe. Das war für lange Zeit der Anführer der Entogon-Armee. Das ist der hier. Aber seitdem habe ich sogar einen noch krasseren gefangen. Wir haben gerade ein saftiges Anton gefangen. Ich kenne mich mit IVs nicht so aus. Erzähl mal, Tati. Er hat auf jeden Fall Minimum 82%. Seine KP-Werte sind auf 15. Das heißt, er dürfte 84 bis 89 haben, je nachdem, was für Angriff oder Verteidigungswert noch ist. Hat 911 WP. Bis jetzt, glaube ich, der stärkste. Ich glaube, der ist auf Level 30 oder so. Echt safe. Der wird safe über 2000. Richtig heftiges Teil. Bin ich mal gespannt. Hong will es jetzt entwickeln. Okay, ja. Wir werden gleich sehen. Also, man nennt mich auch Hong der Assassin, weil ich immer Gameplay machen muss. Ich wusste gar nicht, dass das so krass ist, aber anscheinend bin ich doch ein krasser Kämpfer. Und wir nennen ihn auch noch Hong, den Enteron-Anführer. Ja, ja, weil der hat eine Enteron-Armee. Weil ich kämpfe immer mit meinen Enterons. Hier könnt ihr ein paar sehen. Das sind meine Hauptfiguren. Das sind keine Überkiller, aber ein bisschen. Oh mein Gott, der war echt 50 Mann. Und das ist jetzt der Saftige, den wir gerade gefunden haben. Er wird der General, der Anführer, Mann. Anton. Enteron Agent 17, Alter. Dass sie noch Aquaknarr-Hydropumpe haben, dann zu heftig. Ich brauche vielleicht sogar Eisstrahl öfters. Oh mein Gott, perfekt. Was hat der? Wassergun. Aquaknarr-Eisstrahl. Eisstrahl. Wie viel? 1,9. Okay, echt heftig. Und jetzt entwickle ich da halt den hier. Nur für euch. 100% Anton. Natürlich hoffentlich Aquaknarr Hydropumpe. WP waren auch ziemlich saftig. 801 ist, glaube ich, ziemlich stark nach den Veränderungen. Aquaknarr Psycho Psychic. Und auf welchem Platz ist der? Auf dem dritten. Geht schon. Ansonsten, nach den WP-Veränderungen werde ich mich jetzt leider von ein paar Enterons verabschieden. Live vor der Kamera, ich blende jetzt ein bisschen traurige Musik ein. Alle, die unter 1800 sind, also 1800, müssen leider weg. Zeit, eine neue Armee zu finden. Wahrscheinlich Aquanas. Leider alle weg. Ciao, meine Enterons. Schreibt unten in die Kommentare, von wem ihr euch trennen musstet nach der Änderung, wer von euren Lieblingsmonstern geschwächt wurde. Ich habe noch 5 Änderungen übrig, also müsste eigentlich auch reichen. Und weiter geht's mit dem Schloss. Okay, nur Pokémon, Demi freut sich, er kriegt sich gar nicht mehr ein. Zu krass, Mann, echt zu heftig, Mann. Er hat auch eine Nachricht an Tati. Tati, mein Freund, wer Final Fantasy draußen ist, da warst du mit Platz 2, mein Freund. Jeden Tag komme ich her. Du hast meinen Urlaub, mein Freund. Ich werde auch Urlaub machen, und zwar hier. Wir gehen jetzt zur Runde. Ich hoffe, ihr seht was. Es ist schon ziemlich dunkel geworden. Also Leute, als Tipp, wenn ihr echt mal farmen wollt, Mann, erkundigt euch ein bisschen vorher, ob die Leute vielleicht eventuell planen zu kommen. Hier lohnt es sich wirklich sehr krass zu farmen. Also wirklich um das Doppelte meiner Meinung nach. Also bis jetzt habe ich echt einen viel krasseren Eindruck als vom Bordeauxplatz. Ja, die Entfernung von den Viererstops zu den Dreierstops ist auch nicht so weit, wie von den Viererstops beim Bordeauxplatz zu den Zweierstops. Das heißt, man kann immer schön hin und her gehen, sich die Stops noch mitnehmen für die Bälle. Und parallel kommen halt die ganzen Pokémon halt noch. Also hier ist echt super zum Farmen.
Wirklich. Also ich kann da Dimi nur zustimmen, das war echt richtig krass. Im Verlauf wurden dann noch mehr Module gezündet, es waren dann für die meiste Zeit 10 Module an, das habe ich noch nie gesehen, richtig krass. Man kam gar nicht mehr hinterher mit den Pokémon-Fangen, man hat echt nur noch das Beste gefangen, also Taubsi, Raupi, Hornlio meine ich. Habitats hat man gar nicht mehr gefangen und sowas, Paras hat man einfach stehen lassen und sind dann echt schnell die Bälle ausgegangen, also das war echt Pokémon Go am Limit. Wegen der Kälte und wegen den Items, Tati später gekommen. Er mit seinen 1000 Items hatte dann nur noch Hyperbälle. Dimi hatte am Ende gar keine Bälle mehr. Richtig krass. Also schaut so auf jeden Fall mal vorbei. Oh, bis 11 wäre perfekt. Nee, bis 10:30. Halbe Stunde nach Hause und dann entwickeln bis Mitternacht. Okay, es sind so 10 Module an. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, Mann. Super saftige Action. Sorry, Bargisch. Sorry, Bargisch. Oh. Egal, man hört dich. Tati ist jetzt auch am Start. Was geht ab, Mann? Jungs, Alter, hier ist viel zu krass, Alter. 10 Module, Digga. Ja, Mann. Oh, warte, ich muss jetzt mal die Route jetzt mitgehen, Alter. Oh mein Gott. Weißt du, was hier am krassesten ist? Was? Es kommt sogar Pikachu. Echt jetzt? Ich hab schon 2 Pikachus gefunden. Oh mein Gott. Beste hier. Kurze Unterbrechung, ich hab gerade Pikachu gefangen. Bin schnell rausgelaufen, dank dem neuen Tracker-System. War schon jetzt das dritte Mal an derselben Stelle, also muss ich mal beobachten. Vielleicht habe ich Glück und habe einen Pikachu-Spawn in der Nähe von mir. Ansonsten war es zum Schloss. Tati ist gekommen, dann haben wir noch abnormal lang und hart gefarmt. Das war richtig eiskalt, also das war echt am Limit. Die Jungs sind um 9 gefahren. Muss halt noch nach Hause, langer Weg. Und haben noch Zeit zum Entwickeln gebraucht. Ich bin noch eine Stunde geblieben, also um 9 wollten die gehen, um 9.20 Uhr waren sie dann theoretisch weg, ihr kennt es ja, wie lange es dauert, bis man dann tatsächlich weg ist. Dann habe ich es halt noch bis kurz vor 10 ausgehalten, bevor es mir dann auch zu kalt wurde. In der Zeit ist noch ein Galaxo gekommen, Internet hat gesponnen, also ich musste schnell fahren, keine Zeit für Kamera. Ich habe einen Screenshot gemacht und vielleicht zeige ich ihn hier, euch hier noch schnell. Also der hier, 1816, IV ist drittbeste, also nicht so gut, aber Galaxo immer gut. Die Jungs haben ihn leider verpasst, aber Tati stellt es, glaube ich, hier weniger. Der hat schon 10 gebrütet oder mehr sogar. Das war's zum Schloss, also ging echt ab, solltet ihr mal abchecken. Viele Pflanzen-Pokémon, Megaplak haben viel, Knofenser. Auch sehr, sehr viele Carpathos wieder, also Bordeaux-Platz ist echt gestorben, so wie es aussieht. Dratini kam auch öfters, Pikachu, also lohnt sich auf jeden Fall. Das war's von uns, von mir wieder. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab. Checkt die Nest ab. Schreibt unten in die Kommentare, wo wir als nächstes hingehen sollen. Schreibt unten rein, wie ihr das Event fandet. Also, mein Ziel war ja 35, das habe ich geschafft. Habe ungefähr ein bisschen weniger als 2 Millionen gemacht, so 1,8, 1,9. Schreibt unten rein, wie ihr es fandet, wie viel ihr gemacht habt, was eure Ziele so waren, wie ihr das neue Tracking-System findet. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Ausschnitt von einer Wette. Slap-Bet. Das schauen wir uns mal an. Das kann ich dir nicht antun, Mann. Jetzt übertreib's nicht. Nein, das kann ich mir echt nicht antun. Sei mal nicht so fröhlich. Nein, das kann ich mir echt nicht antun. Ne? Du hast mir mal 10 Euro geliehen, ich habe sie nicht zurückgegeben. Jetzt los! Oh mein Gott. Na, jetzt echt ohne Spaß. Das ist jetzt echt. Alex, bist du bereit? Warte, stopp. Wir auch? Jungs, Alex und ich hatten eine Slap-Bet. Er hat leider die Wette verloren. Ja. Er muss seine Mann... Er muss seine Schuld wieder nehmen. Warte, schau dir erst Dimis große Hand an. Diese. Schau mal. Schau dir an, Mann. Die ist echt groß. Schau. Ich wollte, du willst dein ganzes Gesicht ziehen. Bist du sicher? Natürlich. Alter, bei der Angst, ja, hör mal auf. Was machst du da, Mann? Du hast zurückgehalten. Zeig mich wohl an. Oh mein Gott.